Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur ultimativen, grenzgenialen Vollmondlegung. Am Samstag, den 24.02., haben wir nachmittags ca. 13.30 Uhr den Vollmond in der Jungfrau. Und da möchte ich euch wieder ein paar Impulse mitgeben. Gerade für diejenigen, was ich ja immer wieder in den Kommentaren lese, was mich auch privat erreicht und was ich selber auch tatsächlich miterlebe. Kann es eventuell auch für dich zutreffen, dass die letzten Wochen echt turbulent waren? Also, wenn wir da sprechen, ich bin im Fluss, könnte das eher so ein reißender River sein. Und jetzt geht es wieder darum, tatsächlich in die Ruhe zu kommen. Es wird aber auch noch mal ein bisschen turbulent. Vollmond in der Jungfrau bedeutet, lass dich, auch wenn es regnet, es ist ein schönes Ritual, Tanz im Regen, lass dich reinigen. Und was darf gereinigt werden? Alle Themen, die du seit September mit dir rumschleppst, die darf der Regen jetzt abspülen. Das kannst du machen, indem du draußen gehst in die Natur, pass nur gut auf, dass du danach direkt duschst, ne? Denk an dein Immunsystem. Kannst du aber auch machen unter der Dusche oder du stellst dir wirklich eine Lichtdusche vor. Eine Lichtdusche in der Urheilungsenergie, die dich von diesen ganzen Altlasten befreit. Nun, wie wird dir bewusst, was deine Altlasten sind? Wir schauen gleich rein. Generell Jungfrau und noch die Energie des Steinbocks ermöglichen dir einen realistischen Blick und zeigen dir radikal ehrlich auf, wo du ein Luftschloss oder Luftschlösser gebaut hast. Was bedeutet, hier geht es auf den Boden der Tatsachen. Wir haben die Erdungsenergie und das kann schon mal radikal sein. Das heißt, mach dich gefasst. Denn alles, was du über längere Zeit nicht wahrhaben wolltest, wird jetzt ans Tageslicht befördert. Dieser Vollmond hilft dir, grandiose Lösungen zu finden. Das heißt, du wirst zum Lösungsfinder. Vor allem, wenn du Probleme hattest oder hast, die im ersten Moment riesig erscheinen, kann hier die absolute Klarheit kommen. Denn Jungfrau und Saturn lassen dich glasklar sehen, wie cool ist das denn? Eine befreiende Heilungsreise, die jetzt bevorsteht. Denn die Jungfrau ist ebenfalls eine Heilerin mit einem riesigen Schatz in ihrem Medizinkoffer für jedes Problem und für jeden deiner seelischen Schmerzen. Überdenke in den nächsten Tagen wirklich nochmal deine Einstellung, vor allem die innere Einstellung. Achte gut auf dich, höre auf deinen Körper, optimiere deinen Alltag. Und hier steht wirklich gute Laune immer an erster Stelle. Und die gute Laune kannst du dir selber kreieren, indem du geile Bilder in dir hochholst. Immer wieder Fokus auf das Gute. Mein Tipp, lass niemanden mit seinen schmutzigen Füßen durch deinen Geist laufen. Vielleicht kennst du diesen Spruch. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, es ist Zeit für Wunder. Denn auch dafür steht der Vollmond in der Jungfrau. Sie möchte deine innere Alchemistin, deinen inneren Alchemisten aktivieren. Vielleicht fällt hier gleich der Magier. Dann habe ich mir schon was überlegt für euch. Dann wird es hier nochmal richtig grenzgenial. Aber wir schauen erstmal rein und ich starte mit den Moonology-Karten. Und am Samstag kannst du dich noch anmelden für mein Manifestations-Seminar, ist ein Workshop, der am Samstagabend live um 18 Uhr stattfindet, online. Das heißt, egal wo auf der Welt du bist, klick auf den Link, melde dich an, sei mit dabei und es wird feierlich. Für das Seelenkollektiv auf meinem Kanal zum Vollmond in der Jungfrau. Am Samstag, flupp, da haben wir schon eine Energie. Was haben wir denn hier? Neumond im Löwen, strahle. Und das ist das, was ich gerade sagte. Lass dich reinigen vom Regen, strahle wie die Sonne. Und das hatte ich, glaube ich, am magischen Mittwoch auch schon gesagt. Du bist dieser Sonnenschein und bringst so viel Heilung und so viel Licht auf die Erde. Strahle in guter Laune, mach den Unterschied, gerade wenn es bei dir vielleicht auch gerade ein bisschen regnerisch und trüb ist. Du kannst die Welt erhellen. Komm in deine Sonnenblumenenergie. Sei die Sonnenblume, immer mit dem Fokus zum Licht. Bäm! So, da werden wir später reinschauen. Und hier habe ich die Karten. Ein Glück, eine Frau zu sein. Und selbst wenn du ein Mann bist, hast du ja weibliche Anteile in dir. Gucken wir mal, was hier an Motivation, Thema für dich kommt. Deine Eleganz. Wie passend zum Löwen, denn der ist auch sehr elegant. Sehr stolz. Karte Nummer 34. Vierte, dritte, vielleicht bist du aber auch 34 Jahre
Oder, vielleicht war vor 34 Jahren etwas Spannendes in deinem Leben, was jetzt nochmal ans Tageslicht kommt. Vielleicht aber auch nicht. Ich möchte euch ein paar Impulse geben zu dieser Karte. Dazu schlage ich gerade mein Büchlein auf, denn die Karten sind neu. Deine Eleganz. Es ist ein Glück, eine Frau zu sein, denn unsere Eleganz ist wie eine sanfte Melodie, die uns verzaubert und uns in eine Welt voller Stil und Raffinesse entführt. Und das ist so passend, denn tatsächlich geht es jetzt mit dem Vollmond in der Jungfrau um die Heilung und Harmonisierung von Beziehungen. Befreiung von diesem braven Mädchenmodus und dem People-Pleasing. Was ist People-Pleasing? Jedem gefallen zu wollen, jedem nach der Nase zu reden, so ein bisschen aus der Reihe tanzen, dein Ding machen, natürlich elegant und wertschätzend, immer auf Augenhöhe, aber trotz alledem, du musst nicht jedem gefallen. Ich sag immer, everybody's darling is everybody's deb. Du bist eine Bereicherung, sagt dir diese Karte, ein wahres Geschenk, eine Inspiration. Du bist eine faszinationsartige Seele, die hier einfach wirklich voller Selbstbewusstsein jetzt strahlen kann. Achtung, ohne dabei arrogant zu wirken. Du aktivierst jetzt eine natürliche Anziehungskraft und du nimmst wirklich eine Magie um dich in deiner Aura einfach jetzt ein, womit du auch Menschen magnetisch anziehst. Du bist eine Meisterin der wahren, feinen Balance zwischen Anpassung und Authentizität. Deine Eleganz motiviert und inspiriert Menschen dazu und hoffentlich auch dich, dein Bestes zu geben. Du bist ein Vorbild mit Stil und Klasse und das ist in dir. Stil kann man nicht kaufen. Das ist eine Gabe, eine Fähigkeit, die in dir ist. Und diese wahre Schönheit, die jetzt von innen nach außen kommt, denke hier auch an den Löwen, der sich wirklich auch nach außen hin präsentiert. Ist jetzt das, was du so richtig feinschleifen kannst. Und dafür, damit dieses Licht und diese Eleganz nach außen tritt, nimm deine ganzen Erfahrungen wahr und lass diese alten Lasten, die du seit September immer wieder im Feld hast, wegspülen. Und wir starten rein. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mit dem keltischen Kreuz reingehe. Ich glaube, das mache ich. Ist Standsituation zum Vollmond. Rat des Schicksals und die Welt. Also hier dreht sich ordentliches. Wir haben zwei große Arkana-Karten. Donnerwetter, das bedeutet ein kompletter Lebenswandel. Einen Schluck muss ich mir, darf ich mir mal eben trinken. Einmal die Stimme ölen. Das Rad des Schicksals heißt, du kommst nicht drum rum. Wo kommst du nicht drum rum? Um einen Abschluss, um Heilung. Etwas Altes kommt jetzt zu Ende. Dafür beginnt aber etwas Neues. Wundervoll ist das Schicksalsrad in Kombination mit der Welt. Das heißt, du machst dich seelisch nackig. Du bist jetzt wirklich in deiner Urfrequenz und kannst dann auch in dieser Urfrequenz einfach auch schwingen. Dafür ist es wichtig, mit den zwei Münzen flexibel zu bleiben. Tanz mal von einem aufs andere Bein. Guck, was wirklich wichtig ist. Was hat Priorität in deinem Leben? Halte die Balance. Komm ein bisschen runter von diesem Kontrollzwang, vom versteiften Denken. Schüttel die Hüften in deiner Eleganz. Nimm das Leben leicht. Wirklich. Versuch es immer mit einem positiven, optimistischen Blick leicht zu lassen. Wir gucken mal, ob wir hier noch eine ergänzende Info auf die Ist-Stand-Situation. Das ist dein Seelenauftrag, der mit Sicherheit kommt. Und die Lösung, die hier für dich kommt. Eine Lösung für vielleicht deinen Seelenplan. Die wird bewusst, warum du hier bist. Und dann sagst du, pam, 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 ich gehe dafür los. Wie cool ist das denn? Da ist aber auch die Wertschätzung und ein ganz klein bisschen Angst, nehme ich hier auch wahr, Angst vor schon wieder Veränderung. Das hat auch beim letzten Mal schon nicht so grandios funktioniert. Es gibt einen Grund, warum das nicht funktioniert hat und das werden wir am Samstag auch noch mal erörtern. Wir gehen mal rein in die Vergangenheit. Was ist jetzt wichtig aus der Vergangenheit zu wissen? Die Hohepriesterin. So, noch eine große Arkana-Karte.
Heidewitzka, also der Vollmond hat's in sich, ihr Lieben. Aus der Vergangenheit ist jetzt wichtig zu wissen, wo du wirklich diese Sanftmut warst. Wo du dieses Talent und die Fähigkeit immer wieder in dir hochgeholt hast, mit den Ohren deines Herzens zu hören, aber auch deine innere Weisheit, die immer wieder in dir schlummert. Dieses Erwachen, ne, dieses Erwachen, was jetzt einfach kommen möchte. Karma wird übrigens auch aufgelöst. Nicht alles, wir können unser ganzes Karma gar nicht auflösen, aber diese dicken karmischen Brocken kannst du wunderbar gerade in die Auflösung bringen. Und vieles passiert mit purer Dankbarkeit, mit Erkenntnissen, die die Hohepriesterin in sich trägt. Es ist auch die spirituelle Seite in dir, deinen Geist, der gereinigt werden darf. Und da habe ich ja eben gesagt, lass niemanden mit seinen dreckigen Füßen durch deinen reinen Geist laufen. Und damit meine ich auch die Gedanken, die du hast. Die Verbundenheit, die zwei Kelche, die Liebe zu dir, zu anderen, zur Welt. Die Liebe auch zu auf materieller Ebene, wirklich dieses Wow. Zu wissen, wir sind am Ende, alles ist mit allem verbunden und doch ist es in einer Polarität, was wir zusammenfassen können. Die Verbindung zwischen Yin und Yang in dir. Absolute, ja, rosarote Brille, ohne eine Illusion zu haben. Für den einen oder anderen vielleicht aber auch nochmal in die Klarheit zu kommen, was war denn da eine Illusion? Nehme ich aber jetzt gerade für den Moment recht gering wahr. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Hast du Illusionen? Ah ja, in der Vergangenheit gab es eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die du getroffen hast, die jetzt nochmal urwichtig ist. Vielleicht darfst du diese Entscheidung nochmal überdenken. Oder den Weg jetzt erneut einschlagen, weil du so ein bisschen vielleicht von dem Weg abgekommen bist. Schau mal, was für dich jetzt gerade wichtig ist. Diesen neuen Weg zu gehen in deine Welt, in eine neue Welt, in eine Welt, wo du sagst, ich folge meinem Seelenplan, wo du sagst, und auch mit dem Mond hier, ne, passend auch zum Vollmond fällt mir hier gerade auf, wo du wirklich sagst, okay, ich bin bereit, ich traue mich, ich gehe weiter, immer den Blick nach oben, nach vorne, in deiner Größe, in deiner Eleganz. Was ist auf bewusster Ebene gerade in deinem Kopf, in deinen Gedankengängen los? Deine Gedankengänge, dein bewusstes Feld. Da haben wir die vier Münzen. An irgendetwas hältst du hier noch fest. An irgendetwas, an irgendjemanden. Und das ist dieses, was ich eben sagte, so ein bisschen Controlletti. Das kann ein Erdzeichen sein, es kann aber auch ein Gegenüber sein mit dem König der Münzen oder generell das Materielle. Dass du dich sehr auf das Materielle fokussierst. Es ist ein großes Potenzial für materielles Wachstum, aber nicht, wenn du festhältst. Das bietet dir der Vollmond nämlich auch. Woran hältst du fest in deinen Gedanken? An deinen Ängsten. An deinen Ängsten hältst du hier fest und vielleicht auch an deinen Plänen hältst du hier fest, wo es jetzt aber nochmal wichtig ist, es zu überdenken, nochmal realistisch zu sein, nochmal so ein bisschen wirklich reinzufühlen, okay, hey, wo liegt eine Täuschung vor, wo täuschst du dich, wo hältst du an etwas fest, was wirklich ein Luftschlösschen ist und es kann hier mit einem Gegenüber zu tun haben, der aber im Mangel liegt und wo du auch selber merkst, das zieht dir Energie, irgendwo ist hier ja eine Ausstrahlung und da haben wir den Magier, ihr Lieben. Das ist die Alchemistin in dir, ja? Die hier, ja, dadurch, dass du hier noch so ein bisschen im Mangel vielleicht bist mit einem Gegenüber oder immer wieder dir den Mangel bewusst vorholst, ich habe dies nicht, ich habe das nicht, anstatt dir zu sagen, hey, ich affirmiere jetzt einfach mal positiv und das dauerhaft und nicht nur dreimal täglich, kannst du hier tatsächlich in die Fülle gehen. Schau dir das bitte nochmal an, das Thema, wo hältst du immer wieder an den gleichen Gedanken fest? Deine Seele, was ist auf Seelenebene gerade los? Was bewirkt der Vollmond? Was ist los auf Seelenebene? Bam! Und wir haben wieder eine große Arkane-Karte, der Wagen. Denn deine Seele drängt dich, die sieben Münzen als unterliegende Energie. Spannend! Weil die sieben Münzen ist ja eher so langsam, geduldig sein,
Gut, Ding will Weile haben. Du bist aber auch hier gelangweilt und denkst dir, meine Güte, es kann doch eigentlich mal ein bisschen schneller gehen, was so aus dem Unterbewussten hochkommt. Aber wenn du hier festhältst, was soll in Bewegung kommen? Geht nicht. Ne? Und das ist der Widerstand. Und das zieht dir vielleicht auch en masse Energie. Immer wieder diese Widerstände. Der Kopf ist laut, die Seele will los. Und irgendwie weißt du gar nicht, wohin. Alles dreht sich. Und du weißt gar nicht, wo stehe ich gerade. Vielleicht bist du gerade gefühlt wie im Schleudergang. Ein Schleuder- und Reinigungsprogramm. Auch hier hast du zwei Möglichkeiten. Du könntest dir sagen, oh, ich bin im Schleudergang, es ist so anstrengend, es ist so kacke. Oder du machst den Switch, dreh den Hebel um und sagst, jawohl, also wenn ich Wäsche wasche, ist ein Schleudergang immer richtig gut, dann wird die Wäsche nochmal richtig ausgepresst, dass sie so gut wie trocken ist. Wenn viel Wasser im Spiel ist, wird es gereinigt und so ist es in mir auch. Ich habe gerade ein Waschmaschinenreinigungsprogramm mit Special Effekt Schleuder am Start. Alles ist für mich. Aber ich entscheide mich jetzt hier tatsächlich in die Bewegung zu gehen und vielleicht meine Gedanken ein bisschen lockerer zu lassen. Die Kontrolle hast du. Es geht ja nicht darum, dass du gar nichts mehr kontrollieren sollst, denn du darfst deine Gedanken schon kontrollieren, indem du dir vielleicht auch immer wieder sagst, dass du mehr als dein Gedanke bist. Und das sind auch solche Affirmationen, die ich auch immer wieder mitgebe, in Coachings oder auch in normalen privaten Gesprächen, dass ich sage, hey, du bist mehr als dein Gedanke. Sehr gut. Wollen wir hier auch noch klären auf den Wagen, was kommt in Bewegung oder was wünscht sich deine Seele? Welchen Aufbruch wünscht sie sich? Beruflich gesehen aber auch den Aufbruch aus da, doppelter. Die Sehnsucht wirklich, komm, setz den Anker, nimm den Anker aus dem Hafen. Ich bin ein Schiff, ich habe eine Lebensreise vor mir und ein Schiff ist nicht dafür gebaut, um permanent im sicheren Hafen zu leben. Und die Angst, die Sicherheit zu verlieren, haben wir hier oben, aber deine Seele sagt, vertrau mir, auch hier, vertrau deinem Seelenplan. Entscheide dich für deine innere Weisheit, lass dich führen, du bist geschützt. Was ist die künftige Tendenz der Entwicklung? Wohin wird es dich führen, wenn du die Vollmondenergie hier schön nutzt? Der Herrscher, unterliegende Energie, die Kraft, wieder zwei große Arkana-Karten. Ach, und hier haben wir noch die Gerechtigkeit, der Gehängte. Also es ist hier wirklich ein komplett neues Kapitel in deinem Leben, voller Kraft, voller Stärke, voller Eleganz, voller Anmut, voller Sanftheit aber auch. In Kombination mit dem Herrscher, du hast wieder einen Plan oder ein Ziel. Da kommt eine Struktur wieder rein. Gerade wenn du auch in diesem wilden Fluss der Hochfrequenzumdrehungen warst und sagst, meine Güte, ich fühle mich, als hätte ich 3 Jahre gefeiert, ohne Party zu haben. Kommt hier jetzt wieder die Ruhe, die Erdung. Du wirst zum Gewinnertypen. Wie cool ist das denn? Und da haben wir auch dieses Potenzial für Wachstum auf allen Ebenen. Und da sage ich dir noch nicht das, was ich dir sagen will, aber ich sage es dir gleich. Klären wir erst einmal auf den Herrscher. Ich wollte ja sagen, wenn die Sterne fallen. Super, da sind sie. Also, ein neuer Kreislauf geht los in Sachen Wunder, Wunscherfüllung, Klarheit. Klarheit aber auch, was eine Beziehung vielleicht angeht. Ein karmisches Muster, ein Kreislauf, was du immer wieder kennst, den gilt es jetzt zu durchbrechen. Auch deinen Ego, und zwar den Ego, der zu laut ist. Da machst du so ein bisschen Tucker-Tucker, nimmst den ein bisschen mal in den Arm. Eine gewisse Leere kann jetzt wirklich wieder auch gefüllt werden. Vielleicht kommt jetzt auch jemand in dein Leben mit dem Herrscher ein Gegenüber. Kann ein Widder sein, kann, muss aber nicht. Eine Seele, die dir jetzt diese Klarheit gibt, oder du hältst vielleicht aber auch hier an einem Gegenüber fest, wo jetzt die Klarheit kommt, dass du es auch alleine schaffst. Ne, dass dieser Mangel, der vielleicht auf, ach, ich habe ja schon geklärt, auf dieser Beziehung liegt, dass du das nicht länger möchtest, dass du hier für dich losgehst. Und was ich hier sagen wollte, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Das liegt hier tatsächlich. Der Realist mit dem Herrscher, die Wunder mit den Sternen. Das heißt, sei realistisch und plane ein Wunder. Bam, cool. So, in welcher Energie bist du denn? Was ist so deine Grundenergie, die um dich in deiner Aura schwingt? Was schwingt
für die meisten gerade vorrangig in der Aura, im Feld. Was ist deine Grundenergie? Ja, Halleluja! Die Sonne, und es passt zum magischen Mittwoch, also passt es auch zum Wochenupdate. Das ist deine Ausstrahlung, du schwingst eigentlich schon im Erfolg. Dann haben wir die Prinzessin der Münzen. Das ist quasi zu deuten wie der Ritter der Münzen. Das ist okay, ich bin auf dem Boden der Tatsachen. Und ich weiß, wer ich bin. Ich bin Erfolg, ich bin bereit für Wunder, ich bin grenzgenial, ich bin ein Magnet für... Für was, darfst du dir sagen? Das ist ja phänomenal. Die Sonne. Du bist stabil, du bist sicher. Dein Selbstwert ist ebenfalls vorhanden. Das heißt, okay, auch du zweifelst noch so ein bisschen. Ja, du zweifelst hier noch so ein bisschen. Und vielleicht auch aufgrund dessen. Aber eigentlich kommst du gerade schon wieder in deine Kraft. Und du weißt auch, dass du auf einen Menschen immer zählen kannst. Und das bist du selber. Heilung fließt. In deiner Aura könnte vorrangig gerade die Farbe Gelb existieren. Das heißt, diese Ausstrahlung, die du hast, Solarplexus-Chakra, für mich immer mit der Sonne, diese Strahlkraft, also wie viel PS bringst du auf die Straße? Wir haben den Wagen unterbewusst. Und das poliert sich gerade. Also du polierst hier gerade wirklich diese alten karmischen Themen und bringst deine Aura zum Strahlen. Da ist so viel Kraft in dir und du kannst dich immer wieder auch in goldenes Licht, in gelbes Licht hüllen, wenn du das Gefühl hast, dir fehlt es gerade an Lebensenergie. Leg deine Hände auf deinen Bauchnabel oder auf deinen Bauch ziemlich mittig und stell dir vor, wie wirklich gelbes Licht von deinen Händen in deinen Bauch fließt und dann vielleicht aber auch aus dem Bauch raus und damit hüllst du dich richtig ein und reinigst deine Aura. Was kommt von außen jetzt auf dich zu? Welche äußeren Einflüsse sind jetzt wichtig? Der König der Schwerter. Da kannst du es mit jemandem zu tun haben. 8 Münzen unterliegende Energie. Der, naja, vielleicht so ein bisschen unempathisch ist, ziemlich abgeklärt, ziemlich unterkühlt. Vielleicht ist es das auch das Thema. Du hältst irgendwie noch an was fest. Aber eigentlich sagst du, ich bin emotional, ich bin feinfühlig und von außen kommt so die gefühlte Breitseite. Da sind Gespräche und da bringt dich irgendjemand ins Zweifeln. Das können auch mehrere sein. Oder aber auch die radikale Klarheit, die dich jetzt in die Kommunikation bringt, ins Zweifeln und Überdenken bringt. Zweifeln, zwei Felder, die Wege Nummer 22. Welche Wahl möchtest du jetzt wirklich nehmen? Welchen Weg möchtest du jetzt gehen? Das heißt, du wirst von außen nochmal ganz klar angestupst durch die Mondenergie, realistisch zu schauen, was willst du? Und die Frage lautet nicht, was willst du nicht, sondern was willst du? Woran möchtest du weiter arbeiten? Was für Stellschräubchen müssen jetzt nochmal umgestellt werden? Bist du zufrieden mit der Saat, die du gerade in deinen Händen trägst? Bist du zufrieden mit deinem Leben? Wenn nicht, wo darfst du da jetzt wirklich, ja, so ein bisschen, was ich dir eben auch schon sagte, deinen Alltag optimieren? Welche Möglichkeiten hast du da, um dein Leben dahin zu katapultieren, wo du hin möchtest? Was ist das, wovor du Angst hast? Was ist dein Thema? Was macht dir Angst? Und was ist dein Wunsch? Das macht dir Angst? Das ist die Mäßigkeit, dass es vielleicht manchmal zu langsam geht, aber du hast auch Angst vor Heilung. Du hast Angst vor tiefer Heilung, weil geht um dich, weil du da noch so ein bisschen im Kummer bist, weil da ein paar Sorgen sind, weil du vielleicht Angst hast vor deinem eigenen Wert oder weil dir jemand den Wert so ein bisschen abgesprochen hat, weil du die Angst vor Heilung, weil du irgendwie gar nicht mehr daran glaubst, dass du es wert bist, heil zu sein, dass Heilung für dich fließt, dass der Erfolg auf dich wartet, dass die Fülle auf dich wartet, daran zweifelst du gerade so ein bisschen, ne? Das nagt an dir. Die Angst, dass du noch 100.000 Jahre warten musst wie Dornröschen, bis der Prinz kommt und dich wachküsst und sagt, hey, happy end, alles cool.
aber auch die Angst. Lasst mich mal ein bisschen reinspüren. Was haben wir denn hier als unterliegende Energie? Die fünf Kelche. Ja, die Angst, dass du hier etwas verlassen musst für deine Heilung. Dass dir jetzt vielleicht bewusst wird, vielleicht auch schon während der Legung, so denkst, oh nein, ich möchte aber nicht, dass mir das bewusst wird und ich möchte nicht, dass mir das klar wird, weil dann muss ich ja wirklich loslassen. Was ist denn dein Wunsch? Dass dein Siegeszug mit den sechs Stäben, du willst wieder feiern, du willst gesehen werden, du willst gewertschätzt werden. Du möchtest einfach diejenige sein, die du bist, voller Leidenschaft, voller Passion. Und die Wertschätzung haben wir hier im Fokus ja ebenfalls mit dem Mond. Dein Wunsch, dass es wieder leicht wird, dass da wieder Power reinkommt. Dein Wunsch, dich zu öffnen für ein Kapitel, deine alten Themen zu heilen, dein Wunsch, altes Karma wirklich aufzulösen. Dein Wunsch ist es, deine eigene Geschichte zu schreiben, dass du quasi deine Autorin bist und dich Menschen dafür bejubeln, aber gemeinsam wirklich mal für diesen Moment, am besten aber auch dauerhaft diesen Moment halten, des Stolzes in dir, deiner Eleganz, dieser Strahlkraft. Das ist dein Wunsch. Vielleicht auch wirklich für dich hier in eine Ausbildung zu gehen. Oder dieses aus dir rausbrechen. Irgendetwas ist da, wo du ehrlich sein darfst. Und das hast du so unter den Teppich gekehrt. Vielleicht sind es deine Emotionen, vielleicht brennt dir etwas auf den Lippen, vielleicht hast du tatsächlich Lippenherpes, wäre ein Zeichen dafür, etwas Unausgesprochenes brennt dir auf den Lippen. Schreib es in die Kommentare, bin ich immer sehr gespannt, wenn das passt. Und da ist der Wunsch, oh Mann, ich möchte es jetzt aussprechen. Ich weiß, hier ist ein Geheimnis in mir oder etwas Unausgesprochenes. Ich will das jetzt einfach aussprechen. Und ich möchte dann wirklich das Kapitel schließen, gleichzeitig aber dann auch mich für etwas öffnen. Und jetzt gucken wir noch, ihr Lieben, was ist das Ziel? Das große Ziel des Vollmondes für dich. Hei, hei, hei. Ja, der Turm, der wackelt. Ich sag ja, es wird radikal. Und es schlägt hier ein wie eine Bombe. Unterliegende Energie, die acht Stäbe. Da kommt wirklich ziemlich viel. Hier können Nachrichten auf dich zukommen. Der Narr, die Leichtigkeit. Wir sind fast vor dem, ja, wirklich Alchemistenmodus. Also, Abschluss, Neuanfang. Wir haben die Welt. Hier kommt der Neuanfang. Leichtigkeit. Sei so mutig. Spring rein in das Feld des Unmöglichen. Wie gesagt, sei ein Realist und plane ein Wunder. Und dafür ist es wichtig, mach die alte Betonschicht weg. Und das ist das, was ich gerade gefühlt habe, dieses ich will aus mir rausplatzen. Vielleicht hast du Neurodermitis. Ich gehe gerade mal so ein bisschen auf die Körperebene. Oder du hast irgendwie Juckreiz. Ne? Es juckt mich nicht. Ich könnte aus der Haut fahren und es juckt mich nämlich doch. Ich will eine Grenze setzen und gleichzeitig aber auch eine sprengen. Hier bin ich. Hallo Welt. Das ist das Ziel für dich. Das ist wow. Also ein Riesenpotenzial und du befreist hier vielleicht sogar das brave Mädchen und darfst mit dem Narr tatsächlich aus der Reihe tanzen, indem du dein Ding machst. Wo haut der Turm denn rein? Bekomme ich hier noch eine Info? Der Turm haut rein in alte Verstrickungen und das ist Bombe, weil dann können die sich nämlich endlich mal verabschieden. Schau mit V, Schüsselchen. Ziemlich schnell kann das Ganze passieren, was uns auch die acht Stäbe hier zeigen. Jetzt heißt es, was darf gekürzt werden, damit du befreit bist? Wo darfst du jetzt vielleicht die Sense nehmen und sagen, eher Kopf ab wie bei Alice im Wunderland, ja? Wo darfst du aber auch wirklich ein Thema, mit der Weiblichkeit, wo darfst du die weibliche Person hier, die Eleganz zum Leben erwecken, diesen weiblichen Anteil in dir? Wenn ein Turmmoment für dich kommt, kommt er für deine Heilung, damit du da diese alte Haut abstreifst. Ja, dieses Häutungsprinzip einer Schlange. Ihr Lieben, ich möchte euch noch einen Heilstein mit auf den Weg geben und wir schauen rein für den Vollmond. Welcher Stein unterstützt dich? Welcher Seelenstein? Der Amethyst. Safe, cool. Der Amethyst ist ein Masterschutz, ein Heiler. Kronenchakra, Aufstieg, Herzheilung, aber auch bei Migräne oder bei unruhigen Nächten. Für deine Klarheit, schau bitte jetzt in meinen Shop und schaut mal, ich habe hier tatsächlich auch so ein paar Amethysten hier. Und hier habe ich auch noch so ein Schätzchen. Und im Shop gibt es auch wunderschöne Schätze.
Und ihr Lieben, ich freue mich, www.seelensteine-shop.de, und für die Anmeldung für Pure, mein Manifestationsseminar am Samstag, 24.02., 18 Uhr, live, online. Die Anmeldung, den Link findest du im Informationsfeld. Einfach auf Mehr klicken und ich freue mich. Wünsche dir eine zauberhafte Zeit und einen grenzgenialen, wundervollen Vollmond.